Ja, müssen wir liegen. Heute wollen wir uns ein bisschen mit der Koordinationsleiter beschäftigen. Ja, wahrscheinlich hat nicht jeder eine Koordinationsleiter zu Hause, das macht aber überhaupt nichts. Das heißt, wenn ihr das bei euren Eltern im Wohnzimmer machen wollt, könnt ihr da gerne mit Kreppband einfach ein bisschen was auf dem Boden abkleben. Oder wenn ihr es draußen auf der Straße irgendwo machen wollt, nehmt ihr euch ein bisschen Straßenmarktkreide und malt es auf. Ich denke, da kann man sich ein bisschen behelfen. Oder ihr werdet immer richtig kreativ und macht einen schönen Ballenlauf, sammelt dabei ein paar Stöcker, bohrt die an, zieht eine Schnur durch und habt euch eine eigene Leiter gebaut. Das geht natürlich auch. Gut, wir starten mal mit der einfachsten Geschichte. Das heißt, Henne macht es euch heute wieder vor. Ihr lauft einfach durch die Leiter durch und versucht nur in jedes Kästchen einmal reinzutreten, also mit einem Kontakt. Ja, das macht ihr ein paar Mal, bis das gut klappt. Wichtig, macht es erstmal einmal richtig und steigert dann euer Tempo. Also es ist wichtiger, dass ihr es richtig macht, als dass ihr direkt auch mit diesem Tempo versucht, es aber nicht funktioniert. Gut, als nächstes versucht ihr in jedes Kästchen mit zwei Kontakten reinzutreten. Genau. Ja, seht ihr, guck mal, der Fendel kriegt die Füße nicht hoch. Ja, auch da schön wichtig, Oberkörper aufrecht halten, Kopf oben lassen und dann, genau, zwei Kontakte pro Fett. Sehr gut, Henne. Und auch da wieder gucken, 3-4 Wiederholungen, bis das gut funktioniert. Und dann steigert ihr euch mit drei Kontakten pro Feld. Das ist jetzt schon relativ anspruchsvoll, gar nicht mal so einfach. Da müsst ihr euch ein bisschen konzentrieren. Jawohl, macht da gar nicht so schlecht. Okay, für wen das alles ein bisschen zu einfach ist, der kann das natürlich noch ein bisschen steigern und macht, während er diese Übung macht, lässt er mal einen Ball um seinen Körper kreisen. Aussuchen, welche Übung ihr nehmt und lasst den Ball einfach um euren Körper kreisen. Ja, macht direkt schon ein bisschen schwieriger. Wenn ihr es dann noch weiter steigern wollt, versucht ihr während einer dieser Übungen den Ball zu dribbeln. Sehr gut. Henne hat es jetzt natürlich gleich mit dem Tennisball gemacht, was so ziemlich das Kompliziertere oder das Komplizierteste ist. Ihr könnt natürlich auch einfach mit dem Basketball dafür nehmen. Gar nicht mal so schlecht, Henne. Und als letztes, wenn ihr das mit euren Eltern zusammen machen wollt oder habt Geschwister oder so, macht einer die Übung, der andere wirft ihm den Ball zu und ihr werft euch im Endeffekt immer weiter gegenseitig den Ball zu. Sehr gut. Jawohl. Also, das um locker einzusteigen. Als nächstes gehen wir dann auch ein bisschen Richtung Gleichgewicht. Das heißt, ihr versucht erstmal auf dem rechten Bein durchzuhüpfen durch die Leiter. Wichtig dabei, schön in die Kästchen treten, es genau machen, nicht auf die Sprossen treten. Sehr gut, Henne. Schön auf dem Vorderfuß arbeiten. Das ist auch nochmal ganz wichtig für die ersten Übungen. Also versucht es möglichst leise zu machen. Man soll das nicht hören. Ja, war ziemlich leise. Gewichtsklasse auf jeden Fall. Genau, und dann nochmal auf beiden Beinen einfach durchhüpfen. Ah, das geht auch schneller. Sehr gut. Jawohl. Wie gesagt, das wiederholt das immer. Es muss nicht hundertprozentig perfekt sein, aber es geht schon darum, das möglichst richtig zu machen und dann erst das Tempo zu steigern. Gut, dann hätte man auch was Lieblings von mir sehen. Das heißt, ihr versucht, eure Knie vorne hochzuziehen. Möglichst weit nach oben. Ganz wichtig dabei, nicht der Kopf geht zum Knie, sondern der Oberkörper bleibt aufrecht, Kopf oben lassen und die Knie schön hochziehen vorne. Auf dem Vorderfuß arbeiten. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut, Henne. Jawohl. Und als weiteres Element könnt ihr dann noch anfersen, das heißt versuchen, eure Hacken an den Po zu ziehen. Also damit haben wir euch, glaube ich, schon erstmal ein paar Sachen mitgegeben, die ihr zu Hause probieren könnt. Wir wünschen viel Spaß und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss.